Shin Mudra, die Mudra des Bewusstseins, die Mudra, die dich zur Erfahrung des reinen Bewusstseins führt. Die Shin Mudra sieht so aus: Du hebst deine rechte Hand, du bringst Daumen und Zeigefinger zusammen. Das gilt als Shin Mudra. Es gibt eine schöne Geschichte, wie diese Shin Mudra in die Existenz kam. Zu Anfang der Schöpfung gab es vier Söhne von Brahma, Brahma, der Schöpfer. Die vier Söhne hießen, waren Kumaras. Vier Kumaras, vier Söhne. Kumar heißt Sohn. Vier Söhne von Brahma. Und da sie die ersten waren, werden sie einfach als Kumaras, die Söhne, bezeichnet. Diese Kumaras wollten aber relativ zügig herausfinden, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich. Anstatt jetzt tiefer in die Schöpfung hineinzugehen und anzufangen, alles Mögliche zu tun und Sinnesfreuden zu genießen, wollten sie wissen, wer bin ich. Es gibt ein altes Sprichwort, das besagt, ist der Schüler bereit, ist der Meister nicht weit. So, als die Schüler bereit waren, musste sich Gott manifestieren als Meister. So inkarnierte sich oder manifestierte sich Shiva als Dakshinamurti. Die Verkörperung höchsten Wissens, die Verkörperung der Einweihung. Dakshinamurti wurde so zum Guru der vier Kumaras. Die vier Kumaras sahen plötzlich Dakshinamurti meditierend unter einem Baum. Es gibt auch schöne Darstellungen und Bilder von Dakshinamurti meditierend unter einem Baum. Die vier Kumaras kommen dazu und sie fragen ihn. Und Dakshinamurti sagt nichts. Er hebt die rechte Hand und bringt sie in Shin Mudra. Die vier Kumaras sahen diese Shin Mudra, sie meditierten über die Bedeutung der Shin Mudra und sie erreichten die Selbstverwirklichung, die Gottverwirklichung. Es heißt, Brahma war nicht so ganz glücklich darüber, dass die Kumaras, seine Söhne, so schnell die Selbstverwirklichung erreicht hatten und kein Interesse mehr hatten, jetzt wirklich die Sinneswelt weiter zu manifestieren und dann der Schöpfung weiter beteiligt zu sein. So heißt es, dass Brahma danach Menschen nochmals schuf. Diesmal schuf er sie als Mann und Frau und mit gegenseitiger Anziehungskraft, mit der Sicherheit, dass selbst wenn jemand die Selbstverwirklichung erreicht, er wird weiter in Familie und Partnerschaft in dieser Welt bleiben wollen. Shin Mudra, was ist jetzt die Bedeutung dieser Shin Mudra? Der Daumen ist der, symbolisiert Brahman, das Absolute, das reine Bewusstsein. Deshalb auch Shin Mudra, Mudra des Bewusstseins. Daumen symbolisiert Bewusstsein. Zeigefinger symbolisiert hier das Ego. Und die drei kleineren Finger, die nächsten drei Finger, symbolisieren die drei Gunas. Da gibt es Sattva, den Ringfinger, den man auch schmückt. Es gibt Tamas, den mittleren Finger, in Deutschland hat er durchaus so eine tamassige Bedeutung. Und es gibt den kleinen Finger, das ist der rajasige Finger. Klein, aber wenn man auf den Tisch haut, dann nimmt man den kleinen Finger. Oder wenn man in Karate ein Holz durchtrennen will oder einen Stein, dann macht man das mit dem kleinen Finger, rajasig. Normalerweise ist jetzt das Ego weg von Brahman und verbindet sich mit den drei Gunas. Folge ist, wir nehmen die Welt wahr und wir vergessen, dass wir reines Bewusstsein sind. Wenn sich das Ego beugt in Demut, Ehrerbietung und Verehrung und abwendet von den drei Gunas und sich Brahman zuwendet, dann entsteht die Einheit. Dann erfährst du selbst dich als reines Bewusstsein. Shin Mudra, die Mudra des reinen Bewusstseins. Das ist zunächst mal die Bedeutung, aber Shin Mudra hat auch praktische Wirkung. Sie erhöht das Prana, sie erhöht die Achtsamkeit. Wenn du meditierst zum Beispiel, kannst du die Hände in Shin Mudra geben und dann die Hände auf Knie oder Oberschenkel legen. Wenn du Pranayama übst, zum Beispiel Kapalabhati, kannst du auch Daumen und Zeigefinger berühren lassen, Shin Mudra üben. Du kannst auch, wenn du Wechselatmung übst, die andere Hand in Shin Mudra halten. Es gibt natürlich noch andere Handhaltungen, es gibt viele Mudras, aber heute geht es um Shin Mudra, die Mudra des Wissens, mit Daumen und Zeigefinger zusammen und die anderen drei Finger entspannt lang
daneben. Chin Mudra, die Handhaltung des reinen Bewusstseins.